Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei Feldern und wir machen jetzt eine For-Each-Schleife. Wie die For-Each-Schleife funktioniert, habe ich ja schon erklärt. Jetzt bauen wir das da ein in unseren Rechner. Das ist also unser Rechner. Und zwar dort, wo es einen Sinn macht, ja, wo ich dieses I eigentlich nicht brauche. Schauen wir uns die erste Schleife an. Baue ich da das I? Ja, da gebe ich das aus da. Okay, da gebe ich das aus, da werde ich es nicht einbauen. Baue ich hier das I? Da brauche ich es eigentlich nicht in dieser Schleife. Deswegen werde ich diese Schleife hier setzen mit einem for each. Ja. Richtig, schreiben wir das auch noch. Hallo, Caps Lock, Caps Lock. Int I. Ich sage einfach for each Zahl in Zahlen. Ja. Jetzt schaut das relativ logisch aus, gell? For each Zahl in Zahlen, Switch Operation, Ergebnis plus Zahl. So schaut das aus. Ja, jetzt brauche ich nämlich dieses I nicht. Jetzt brauche ich dieses I nicht. Ja. Jetzt macht er das for each, für jede Zahl, ich brauche kein Length und nichts, ja. Ich mache das einfach. Schauen wir uns das an. Abspielen. Müsste wieder genau das gleiche rauskommen. Erste Zahl 12, 13, 14, 15. Jetzt habe ich ja ganz schön Blödsinn gemacht. Ja. Probieren wir es nochmal. 12, 13, 14, 15. 16 plus 82. Funktioniert. Ja. For each funktioniert also. Ja. Also so funktioniert eine For each Schleife. So kann man durch jedes Element in einem Array durchlaufen. Wunderbar, wunderbar, nicht? Ein Hinweis noch, da das Ergebnis ist gleich Ergebnis plus. Ja. Kann man abkürzen, wird auch abgekürzt, nämlich mit plus ist gleich. Heißt genau das gleiche, baut kürzer. Ja, Minus ist gleich. Minus ist gleich heißt, ja, Plus ist gleich heißt die gleiche Variable plus die Zahl. Ja, so kann man das machen, plus ist gleich, minus ist gleich. Passt. Wunderbar. Ja, müsste noch immer genauso funktionieren. Was passiert jetzt? Sollte ich das vielleicht schließen und jetzt nochmal übersetzen? Passiert mir öfter. 11, 12, 13, 14, 15 plus 76. Was will man mehr? Ja? Funktioniert nach wie vor ganz genauso. For each plus ist gleich, minus ist gleich. Schaut das eigentlich ganz gut aus. Ja? Da unten kann ich das I eigentlich nicht ersetzen, weil da das mit Zahlen lenkt, da muss man das I sogar merken, das ist sogar noch wichtiger wie oben, weil oben eigentlich erste Zahl, zweite Zahl, ob ich das hinschreibe oder nicht, ist eigentlich wurscht. Aber, ja, so funktioniert das. Jetzt wissen wir schon ziemlich viel. Das nächste Mal schauen wir sie noch an, mehrdimensionale Arrays. Das ist jetzt ein Array mit n Elementen. Ja. Manchmal macht es Sinn, diese Elemente nicht hintereinander anzuordnen, sondern in einer Tabelle, in Tabellenform. Ja. Das macht sogar relativ häufig Sinn, dass man praktisch ein x, y oder man kann auch eine z-Koordinate haben, wenn man zum Beispiel Temperaturen an einem bestimmten Ort speichern will oder keine Ahnung. Ja. Schauen wir uns auf alle Fälle an, wie ein mehrdimensionales Array funktioniert. Nicht viel schwieriger wie das normale Array. Reicht eigentlich eh schon, ne? Aber schauen wir es ja. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.